Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Eurotruck Simulator 2. Ja, heute werden wir mit DHL ein bisschen unterwegs sein und ich nehme das hier am 18. auf. Gerade läuft der Livestream von SCS und ich krieg nichts mit. Ja, deswegen fahre ich hier einfach mal ganz blind noch in der Beta. Ich weiß nicht, ob danach nach dem Livestream die Beta vorbei ist, aber naja, werden wir ja sehen, ne? So, aber wir sind unterwegs mit der Wechselbrücke und ich bin ja mal gespannt. Ich habe ganz kurz mal reingeguckt. Vielleicht wird ja SCS ein bisschen was sagen, wo die Reise hingeht. Ne? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, ich nutze einfach die wenige Zeit, die ich habe, einfach hier ein Video aufzunehmen. Und ihr seht schon, das Navi hier, das geht immer noch nicht hier bei dem LKW, weil ich noch in der Beta hier bin. Ne? Hm, ja, das ist noch gemoddet. Deswegen habe ich ja dieses kleine Zusatz Navigationssystem hier drin. Wir sind unterwegs. Route to the Black Sea. Bin ich ja damals ganz, ganz oft und lange gefahren. Muss ich sagen, fand ich wunderschön. Wie Edeltrott. Ja, sonst meckert so, dass ich sie einfach nicht beachte. Und das wollen wir ja nicht. So, fahren wir mal hier raus. Ich muss immer noch sagen, eines der schönsten DLCs. Hab jetzt die letzte Zeit das immer so ein bisschen links liegen lassen. Und ja, wir warten, oder einige von euch warten natürlich auch auf das nächste kommende DLC. Das ja Richtung Westbalkan geht. Aber dazu weiß ich jetzt nichts. Vielleicht wissen wir die nächsten Tage ein bisschen mehr. Oder ja, wenn es da irgendwo eine Zusammenfassung. Vielleicht habe ich da sogar ein Video schon gemacht, man weiß es nicht. Teufel ist ein Eichhörnchen, ihr wisst ja. So, fahren wir erstmal hier rüber. Hoffentlich ohne Abstürze oder sonstige Sachen. Ja, manchmal ist ja ein bisschen komisch. Ich habe ja hier mit Mods und alles und tralala und Hauptwasser. Da bin ich, ja, ja, manchmal außen vor. Oh, sieht das nicht cool aus mit dem Wasser da unten? Das sieht ja richtig nice aus. Das sieht richtig toll aus. Ich habe keinen Grafikmod oder sonstige Sachen. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, zuhören, ob ich irgendeine Grafikeinstellung genutzt habe, warum mein Spiel so aussieht, wie es aussieht. Nur vorab, ich habe alles, was geht, auf hoch. Ich spiele hier in 1080p. 1080p ist nur im Livestream, also ich spiele das in 1440, das nennt man WQHD, ne? Glaube. Hm. Und nicht in 4K, sondern 2K. Aber es ist 60% der Leute gucken das auf dem Handy, Smartphone oder sowas in der Art. Deswegen passt das schon, ja. Und wenn ich mir das so im Nachhinein angucke, dann sieht es schon fast so aus, wie das hier für mich im Spiel aussieht. Beim Livestream natürlich muss man Abstriche machen. Ja, auch wenn ich eine neue Grafikkarte hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht anders. Aber schlussendlich weiß ich nicht, woran es bei den einen oder anderen liegt. Vielleicht liegt es daran, dass der Bildschirm nicht so viel übertragen kann. Manchmal habt ihr den Bildschirm zu dunkel oder zu viel Kontrast eingestellt oder zu wenig Kontrast. Das kann manchmal die Möglichkeit sein. Oder ihr spielt das halt in 1080, ja, das macht natürlich auch einiges aus. Das ist einfach schwierig, von außen das, ja, das so mitzukriegen. Und macht es mir denn, auch wenn ich diese Fragen dann schon sehr, sehr häufig immer wieder höre. Ja, mich freut es natürlich, dass ihr dieses Spiel so gut wie möglich hier seht. Also bei Videos mache ich ja das in 2K, bei Streams in 1080. Ne? Also spielen tue ich trotzdem so. Trotz alledem. Ne? Sieht es manchmal halt bei Livestreams nicht so hundertprozentig aus. Aber hat sich noch niemand so richtig beklagt? Also muss es ja ganz in Ordnung sein. Also gehe ich davon aus. Ne? So, aber jetzt lass uns erstmal von der Wechselbrücke hier noch ein bisschen mit DHL unterwegs sein. Das ist ja auch immer wieder ein ewig kehrendes, naja, Thema. Abseits vom MAN kommt ja immer wieder die Frage, was ist mit der Wechselbrücke?
Ja. Ich glaube, das wird schon irgendwann mal kommen. Also, ich gehe davon aus. Also, wenn SCS sagt, dass sie noch die nächsten 10 Jahre noch irgendwie Content bringen möchten, dann ja, kann man davon vielleicht sogar ausgehen, dass wir diesbezüglich in dieser Art und Weise vielleicht noch was bekommen könnten. Ja, also warten wir einfach mal ab. Ja, ich habe ja schon so viele Ideen und SCS wird das auch schon irgendwo auf dem Schirm haben. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Deswegen ist es für mich ja auch irgendwie spannend. Jetzt hier das Video. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Prognosen, was vielleicht eventuell da gesagt wird, aber mich würde es vielleicht sogar interessieren, wenn ihr einfach mal in den Kommentaren reinschreibt: Hey, was ist alles geschehen? Warum heute kein Livestream kommt? Also, ich werde das ja am Mittwoch rausbringen. Eigentlich wollte ich World of Trucks dieses Event machen, aber das kann ich auch irgendwann die Tage raushauen. Weil ich jetzt nicht weiß, muss ich jetzt in die Beta oder wieder zurück? Und eigentlich will ich ja nicht hin und her patchen. Also, dann fällt es für mich erstmal flach, wenn das in der 1.45 sein sollte, was ich mir eigentlich nicht vorstelle. Ich glaube, nach dem Livestream, was ups, SCS angekündigt hat, wird wahrscheinlich die Beta vorbei sein. Also jetzt in 1943, vielleicht ist es ja vorbei. Ja, habe ich mich dazu erstmal entschieden, hier zu bleiben. Ne? Na, Nuschen, bin ich so schnell? Naja, nicht so wild. Und warte erstmal ab. Ne? Warte erstmal ab, was kommt. Wir haben hier 180 Kilometer noch. Eigentlich waren das gar nicht so viel, aber ihr seht schon, das ist hier alles ganz schön verworren hier, ne? Aber jetzt können wir ein bisschen Kilometer gut machen. Hoffentlich stürzt es nicht ab. Wie schon so oft. Weil irgendwie Mod Probleme macht, aber dann mache ich halt kurz Pause und dann Attacü. Es kam auch gerade hier noch ein Update. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie. Wie spät haben wir es denn? 8 Uhr. Gut, wahrscheinlich, weil es früh morgens ist, sieht es noch ein bisschen so. Wie cool aus. Aber ich habe kein Meta-Mod oder sonst hier drin, ne? Wahrscheinlich, weil ich immer so gegen 9 oder 10 losfahre. Jetzt haben wir es hier früh morgens. Und ich hier schon lange nicht mehr unterwegs war. Andere Länder haben auch hier andere. Gerade durch die Vegetation manchmal so eine andere Lichtstimmung, auch gerade weil dies ja hier auch mit dem. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Das kann durchaus möglich sein. So, jetzt wollen die hier rüber. Oh, das ist einfach schön, hier mit einer Wechselbrücke unterwegs zu sein. Nanu hier, mein kleiner Freund. Ist einfach schön. So. ACC ist natürlich wieder on point. Ich kann ja mal gucken, glaube, bei den LKW gab es auch die Möglichkeit, ein anderes Navigationssystem einzubauen. Vielleicht, weil das hier ein Mod ist, dass der das nicht hundertprozentig umsetzen kann. Na, mit dem Truck bin ich schon 2.500 Kilometer schon gefahren. Den möchte ich eigentlich erstmal so behalten. Vielleicht kommt da noch ein Update irgendwie im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt das dem Workshop war. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen außen vor. Wir dürfen 80 fahren. Gut. Ist ja schön, dass wir es jetzt auf dem Handy auch zu sehen haben. Ne? Also damit seht ihr auch, dass ich in 1.46 bin. Ja. Und ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die nächsten 10 Jahre. Ey, überlegt mal, wenn das Spiel noch 10 Jahre laufen sollte, dann. Und Maximus immer noch Videos macht. Also ich gehe davon aus, dass ich die nächsten 2, 3 Jahre immer noch Euro Truck Simulator fahre. Ja? Es gibt bei mir immer noch kein Spiel, was den Euro Truck Simulator in dieser Form ablöst. Ja, ich probiere es immer wieder, dass ich mal andere Spiele heranziehe und sie, naja, vorstelle als Livestream. Und dann sogar mal als Video. Aber wenn ich dann merke, da ist da jetzt nicht so die Rückmeldung von euch, dann ja, dann ist für mich aber auch der Punkt erreicht, wo ich sage, ja gut,
Lassen wir es mal lieber, ne? Da können wir mal lieber unsere Tour machen, weil ein bisschen orientiert man sich natürlich auch, was die Community möchte. Und wenn die halt hier auf den Kanal, weil er so gebrandet ist, solche Sachen sehen möchte, naja, dann ist das so, ja. Aber ich würde gerne auch als Alternative... Boah, Junge, da hat ja einer eine Baustelle hingestellt, also eine kleine... das war aber jetzt echt eng. Dann würde ich auch gerne The Bus oder so, aber man, wir haben immer diese gleichen Routen. Wenn dann irgendwann Mod-Support und bei The Bus oder Multiplayer, ja, wo man dann auch so eine längeren Videos machen, dann kann der durchaus ein Part in der Woche übernehmen. Jetzt haben wir noch den Bausimulator. Ich denke mal, da werden wir noch ein paar Projekte machen beim Bausimulator. Definitiv drei Stück, drei Livestreams. Am Freitag das nächste. Das sieht danach aus, dass wir das Hotel bauen. Das wird dann so vorbereitet. Oder habe ich schon vorbereitet? Müssen wir mal sehen. Sind wir schon 80 fahren? Ja. Und dann am Sonntag wieder noch eine Euro-Taximulator. Ja, weil wenn das Thema Bausimulator nicht mehr so gegeben ist, dann, naja, dann können wir auch wieder unsere Standardspiele wieder bringen. Ja. Deswegen nutze ich erstmal die Zeit. Und vielleicht kommt ja irgendwann mal auch ein Spiel, was den Euro-Truck-Simulator nicht ersetzen kann, sondern ja, vielleicht ein bisschen ebenbürtig. Der ATS ist es definitiv nicht. Da brauche ich keine Videos so direkt machen. Ja, das kann Panlerchen machen. aber es kommt ja noch ein bisschen was, ne? Es kommt immer darauf an, Fahrsimulation, also ich denke, eine Fahrsimulation könnte man hier als Video noch so bringen, ob das jetzt dann doch mal irgendwann Spaß wird oder halt ein anderes Game, müssen wir mal sehen. Ich versuche jetzt am Samstag, da wird es jetzt kein Livestream geben, da wird ein Video Euro Truck Simulator sein und dann eventuell werde ich da noch was anderes bringen. Am Sonntag vielleicht nochmal eine Runde dieses Busspiel, Bus World. Einfach mal so. Das sind einfach so eine kleine Mission. Das kann man mal machen, aber ich glaube nicht, dass ich das noch mit Lenkrad fahre, weil das war ja sowas von. Na, das kann ich mit Controller, glaube ich, fahren. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht. Ihr könnt ja mal gucken, habt ihr mal vor da geschaut, wie das jetzt eigentlich performt ist. Ich wollte mir das so nach einer Woche mal angucken. Ich wusste es, ey, ich wusste es, du Kamel. Wenn das ja um die 1000 Aufrufe hat, dann kann man das durchaus einmal im Monat doch bringen. Mal eine kleine Runde Forza, wo ihr beim Autoquartett das Auto auswählen könnt. Ja. Ist eine was? Was habe ich hier? Aussichtspunkt. Wo? Wo ist hier ein Aussichtspunkt? Machen wir mal hier lang, über die Grenze. Ich wusste ja nicht, dass ich über die Grenze fahren muss. Dann hoffen wir mal, dass sich alles klappt, ey. Na, das zieht sich doch schon, ne? Also man glaubt das nicht. Papiere werden das immer geprüft. Mal sehen, ob das hier so ist, wenn wir. Ja. Gut, ging schnell. Ey, die überlegen sie auch. Lassen wir den hier warten oder kriegen wir unsere Pakete früher? Ne, das ist halt... so. 10 Euro Maut, weil wir wahrscheinlich über die Brücke hier fahren müssen, ne? Ach, jetzt fahren wir hier über die schöne Brücke. Ah, das war ja auch so ein Highlight, wo sie das mal irgendwie gebracht haben. Naja, ich sehe hier, spawnen die Autos weg. Lass mal den mal hier fahren. Oh, das ist doch herrlich. Das sieht einfach nur echt beeindruckend aus, wie wir hier jetzt hier hochfahren.
Heini. Das finde ich toll. Oder? Sieht das gut aus? Ja, muss ich ja sagen, sieht wirklich fantastisch aus. Oh. Das feiere ich gerade so. Diese wahnsinns coole Brücke mit diesen, ja, wie aus der Antike bestehenden Pfeilern, die anzeigen 1952 und 54. Ja, von 52 bis 54 wurde wahrscheinlich die Brücke gebaut. Wenn ihr das genauer wisst, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare. Aber wo ist denn jetzt eigentlich die Eisenbahn hier von der ganzen Brücke? Ach, die ist da hinten. Ach, die macht so einen Schlenker. Ah, ja. Gut. Finde ich cool. Also, ich finde solchen Stil mit einzupflegen, also solche Bereiche, finde ich gut. So, hier fahren wir jetzt durch so eine Röntgenanlage. Da wird unser LKW nochmal, müssen wir ganz langsam hier durchfahren, geröntgt, ob da irgendwie, ja, irgendwie verbotene Sachen drin sind. Ist ja nicht der Fall, wir sind ja vorbildlich. So, können wir nochmal über die Waage fahren. Mal sehen, was er uns ansagt hier. 28 Tonnen. Ich finde solche kleinen Gimmicks finde ich absolut cool. Um einfach mal so zu wissen, wie beim ATS, wenn man manchmal an die Wiegestation muss, wie schwer wir eigentlich sind. Ja, wir haben ja nur immer das Gewicht von 4 Tonnen. Leere Fässer fahren wir. Leere Fässer, ja. Kopf leer. Alles leer. Ja. Aber dass dieses ganze Konstrukt 28 Tonnen wiegt, ja, also 24 Tonnen ohne irgendwas. Jetzt könnt ihr mal reinschreiben, ist das real oder kann man das so sehen, dass dieser ganze Zug ohne irgendwie beladen zu sein, 24 Tonnen wiegt und im Endeffekt man nur 16 Tonnen zuladen kann. Da sind wir ja schon bei 40. Warte mal. 30, ja, naja, 16 Tonnen. Das ist doch ein Katzenschuss, das ist dann viel. Und dann bringt Krone quasi so einen Auflieger mit Eigenantrieb an, Elektro-Eigenantrieb, der etliche Tonnen ein bisschen schwerer ist und macht natürlich nur Sinn, wenn man bei solchen Aufliegern auch noch ein bisschen höher gehen kann, um ein paar Tonnen, also dass man, wenn man solchen Aufliegern benutzt, mit Sondergenehmigung da nicht nur 40, sondern vielleicht 42 oder 44 Tonnen unterwegs sein durfte. Ja, also Eigenantrieb bedeutet, dass halt Krone die Möglichkeit, warte mal, wir müssen da hinten so rein, ne? Dass sie einen eigenen, ne, wir müssen hier rein. Ich komme nicht von hier, sorry. Dass sie noch die hinterste Achse von den dreien bei so einem normalen Auflieger noch mit unterstützt. Das finde ich ja eigentlich eine coole Sache. Würde bei solchen Sachen ja wahrscheinlich nicht gehen. Bei Tandem könnte ich mir das System vorstellen, aber bei so Deichsel-Anhängern glaube ich nicht. Aber wer weiß, was in ein paar Jahren an Technik alles rauskommt. Ne? Das wissen wir jetzt noch nicht. So, freie Bahn. Und es ist immer wieder schön, auch mit einem Mercedes unterwegs zu sein. Ich versuche schon so viel wie möglich Abwechslung zu bringen, meine Freunde. Ja? Aber, ja, Zeitverzug und Abfahrtsplan. Hallöchen. Ja, zum Glück seid ihr alle auf der Seite hier, dass ich hier einfach so auf die Straße auffahren kann. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, wo der Bus hier hin will. Ja, läuft. Ich habe, bevor ich hier losgefahren bin, also ich habe 88 Mods sind aktiv. 88. Dann schauen wir mal. Ach, wenn SS so ein Zug, also Zukunftstruck reinbringen würde. Wettersystem, also Season, was ich mir gerne wünschen würde. Oder ein Bus-Add-on oder Spezial-Auftrags-Add-on mit
Abschleppen und Feuerwehr und eher was sie alles so. Ja, natürlich auch das, was ich jetzt hier fahre. Ah, oh, das wäre so schön. Ja. Ah, wir lassen uns mal überraschen. Es wird wahrscheinlich auch so einen Rundumblick geben. Ich denke mal, die werden nicht alles heute hier rausfeuern. Also heute hier, den 18. Nochmal Glückwunsch, ne? Nachträglich. Aber das haben wir ja schon oft genug thematisiert. So. Jetzt müssen wir hier rein. Wir müssten jetzt auch gleich da sein. Wir werden auch irgendwann mal, wenn eine neue Version und was auch immer, das sollte ja irgendwann mal auch so ein, wie heißt das nochmal, ein System kommen, wo wir Fahrschule machen können, ne? Das wäre eigentlich ganz cool. Warum das noch nicht da ist, wurde mal angekündigt, aber ich denke mal, die Prioritäten sind jetzt erstmal woanders. Was haben wir noch? 41 Kilometer. Die sind wahrscheinlich noch ein bisschen woanders. Und, ja. Da Leute mal ranzukriegen, die sich mit dieser Engine auskennen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Naja, wir werden mal sagen, Dotex soll da anfangen, ne? Nach von Homeoffice machen. Hier, habt ihr nur einen LKW. Was dauert da so lange? Es gibt ja noch ganz andere, die Mods nahezu perfekter Symbiose ins Spiel bringen oder sogar so besser wie SCS, weil SCS ja natürlich auch noch ein bisschen auf die Performance und sonstige Sachen achten muss. Oh, was ja, der Mod da? Das hört sich immer so komisch an, wie so ein kleines Kind, der in den Dreck sitzt. Natürlich auch drauf achtet, aber dann diesen Kompromiss nicht so hart mit einem heißen Messer durch die Butter schneidet, sondern sagt, nee, ich will das doch, dass es dann besser aussieht, wenn Hans Cookingluft mit dem C64 das nicht spielen kann, na dann, ja, schwierig, ne? So, hier auch schon vom Weiten die Werbung zu sehen. Hornbach ist hier. Ja, ihr seht, dass ich hier diesen Company-Mod auch noch drin habe. Ja, also dieses, nennt es der Company-Mod? Naja, ihr wisst schon mit dem Firmen. Und Verkehr oben, das sieht richtig schön belebt aus hier. Und deswegen fahre ich so gerne mit Werbung etc. hier rum, ne? Dass es so authentisch wie möglich aussieht. So, da vorne haben wir auch schon das Ziel erreicht. Eine Firma, wo wir noch gar nicht waren. Ailazza International. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. So. Wo wir abgeben müssen. Edeltraut muss ich mir aufs Töpfchen. Ja, zu viel Tee getrunken. Aber das kenne ich ja genauso. Dann lieber zweimal mehr aufs Töpfchen gehen, aber dafür viel trinken. Wichtig, wichtig. Ja, gut für die Haut. Da seht ihr. Ja. Ihr wollt ja dann irgendwann mal aussehen wie ich. Im hohen Alter immer noch aussehen wie 28, ne? Oder nicht? Also. Na, ist okay. So. Feststellbremse, LKW-Motor aus. Guckt euch das an. Sieht das nicht schön aus? Edeltraut. Ja, wir sind da. Wir geben ab. Und mich freut es, dass ihr eingeschaltet habt. Zufriedenstellend. Was habt ihr da für ein Problem? Schaden? Naja, Kopf vielleicht. Ja, war eigentlich eine schöne, entspannte Folge. Also ich fand das sehr schön. Mit diesen Worten mache ich aber einen Fisch und ich wünsche euch was. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.